Moin moin Leute, hier ist Janis hier und willkommen zu einer neuen Folge Let's Play One Piece Treasure Cruise Globale Edition. Wir haben heute viel zu tun, aber erstmal gucken wir auf die Mail, denn ich habe da schon was sehr, sehr Nettes gesehen. Wie gesagt, heute ist das Zugo-Fest anwesend oder das Zugo-Fest ist jetzt da. Und ich sehe schon, ja, jemand hat schon Strong Whale Ace gezogen. Also, ich wünsche dir, oder ja, herzlichen Glückwunsch dazu. So, für alle, die es gestern gemerkt haben, das Spiel war gestern, ja, sehr lange, das ist sehr lange, aber ich denke, es war knapp eineinhalb, zwei Stunden, war das Spiel nicht erreichbar. Und deshalb, wie gesagt, ich sehe hier gerade auch, hier steht gerade Notice for Emergency Maintenance. Mal gucken, was es dafür gibt oder ob es überhaupt irgendwas gibt. Das war einfach, ja, anscheinend war es wirklich irgendwie so eine Notfallwartung und dafür gibt es ein Gem. Okay. Ja, also wie gesagt, das war relativ komisch. Okay. Ja, okay, dafür gibt es auf jeden Fall ein Gem. So, weiter geht's. Wie gesagt, wir werden relativ viel haben hier. Wie gesagt, es geht halt alles auch groß um halt das Zugo-Fest heute. Ein bisschen die Vorbereitung, Water 7 und alles. Also, wir machen heute Water 7 zu Ende. Ich habe bis Stage 15 gemacht. Das hat einen relativ einfachen Grund. Wie gesagt, weil ich ja noch die Gems fürs Zugo-Fest haben wollte. Für das Abschließen von Water 7. Und dann, wie gesagt, ich habe das gesagt, dann will ich wenigstens das noch in den Folgen hier drin haben. Noch eine kleine Info. Frankie und Usopp auf der Water 7 Insel habe ich ganz einfach mit einem guck mal, ach, das sind nochmal die 10 Gems, von denen ich gesprochen habe. Die 10 Gems für die zweite Challenge. Und zwar hat dann Ace gewonnen, das Ganze. Und jetzt haben wir das Evolver-Material für Ace bekommen. Ja, auf jeden Fall gibt es dafür nochmal 10 Gems. Und für Water 7 gibt es jetzt gleich nochmal 5 zum Abschießen für mich. Also ich bin definitiv gut auf dem Laufenden. So, jetzt habe ich natürlich noch ein bisschen was zu sagen. Wie gesagt, ist ein bisschen was passiert in letzter Zeit. Ich habe zum Beispiel noch einen Story-Charakter gedroppt, den Demolisher Spearman. Ist einer von den Frankie Bros, ja. Changes Captain Slot to Stärke. Meh. Also ist auf jeden Fall gedroppt. Da kann ich nicht wirklich viel meckern. Dann in letzter Zeit habe ich mit den Turtles von der Extra-Insel G3 auf Max gebracht, wie ihr da oben seht. Ja. Ich muss gleich aber nochmal eben los, und zwar, ich muss mal gleich nochmal eben was machen. Wie gesagt, ich sehe euch gleich auf Water 7, oder wir machen gleich mit Water 7 weiter, eben ein kleiner Cut. Bis denn und ciao. So, und zurück bin ich auch schon wieder, eben was zu trinken geholt, und jetzt bin ich wieder auf volle Fahrt. So, also G3, habe ich gesagt, ist auf Max, also das habe ich mit den letzten Turtles gemacht und mit der Princess Turtle. Dann, wie gesagt, was da passiert ist, Ashura Max mit Double Finger Max, und das sind so die größten Leute, die ich Max gebracht habe, denke ich, wenn ich nicht irgendwas vergessen habe. Nö, sieht nicht so aus. Und die Evolver-Materialien für Ace sind ja jetzt auch da. Genial, jetzt können wir einfach auf Water 7 und wir gucken uns mal auf die letzte Insel. Die letzte Insel, da kämpfen wir gegen Kaku und gegen Eki. Das heißt, wir müssen ein Team gegen Blau und Rot bauen. Das heißt, ich werde ein grün-blaues Team machen. Also werde ich Arlong gegen Ashura Zoro ersetzen. Haben wir dreimal grün. So, wo ist er denn? Da ist er. Sehr nice Stats jetzt, wo er Max ist. Und das Ding ist jetzt, will ich Crocodile da. Ich behalte mal Crocodile drin. Wir versuchen das mal so. Und ja, mein Golden Pawn ist ja jetzt Max, zum Glück. Dann braucht er nur 10 Runden und das bekommt man eigentlich fast immer bei der Extra-Insel hin. Wenn wir Glück haben, könnte ich auch noch so weit stallen, dass ich dann im Endeffekt Mihawk doch ready habe. Aber ich denke, wir sollten erstmal okay damit sein, wenn wir Golden Pawn auf der letzten Stage haben. So, ich versuche das erstmal mit einem doppelten Slasher-Team. Ich weiß jetzt nicht, ob ich Mihawk mitnehmen soll oder Doflamingo. Ich versuche es erstmal mit Mihawk. Wenn das nicht klappt, dann gehen wir mal mit Doflamingo rein. Aber die Stage 15 wollte ich auf jeden Fall nochmal fertig machen.
von der Insel, also auf auch im Video, einfach damit ich das drauf habe, ne, damit ich, falls ihr da gerade ein Problem mit habt, einfach mit fertig werdet, ne? So, skip. Und dann geht's auf in die Insel, ja? Und ich bin ja mal gespannt, wie das Ganze aussieht, weil das wird für viele Leute die Stage sein, die sie jetzt in nächster Zeit farmen werden. Einfach weil hier Kaki-Hosen gibt. Nein, weil hier Kaku und Luki vorhanden sind. Und ja, es ist einfach so eine Stage, da kann man zwei Stück droppen, das ist relativ nice. So. So, dann gucken wir schon mal auf die erste Stage. Wie gesagt, viel Leben haben die hier. Aber das ist auch schon fast alles. So, ich gehe diesmal andersrum, von unten nach oben. Natürlich leckt es jetzt mega, warum auch nicht? Mann, immer diese Updates von allen möglichen Sachen. So, lassen wir es einmal hitten. Okay, das geht ja noch. Und sogar ein Zweier cooler, da können wir sogar noch ein bisschen was rausholen. Also, mal gucken. Wie gesagt, ich werde stallen, wie es nötig ist im Endeffekt. Also, ich nehme eigentlich jede Runde mit, die uns nicht wirklich viel Zeit kostet. Also, ich werde jetzt nicht irgendwie groß an einer Turtle 5 Runden stallen, aber so diese kleinen Charaktere, die kann man ja alle mitnehmen, so diese 2 Runden oder so. Das tut ja keinen weh im Endeffekt. So. Zack. Und zack. Wie gesagt, wie bei ihmchen hier, ne? Da kann ich einfach. Da chill ich einmal die eine Runde und mache ihn dann fertig. Und im Endeffekt bringt uns das nämlich nur Vorteile, das ganze Stallen. Zack. Boah, meine Güte. Naja, hier sind natürlich wieder. Jetzt ist hier natürlich wieder im Hintergrund ein Update am Laufen. Sehr, sehr gut. Hier kann man sogar Lobster farmen. Das ist das richtig, richtig Gute dabei. Also, ihr könnt 2 Story-Charaktere auf dieser Insel farmen und natürlich Lobster. Also, das ist wirklich die beste Möglichkeit hier. Ja. Aus einem Mann so viel wie möglich zu machen. Das ist also, finde ich, sehr, sehr nice gemacht. Da hat man auf jeden Fall wieder einen Platz, wo man richtig gut Lobster farmen kann. Und wenn man gleich die neuen Story-Charaktere da mithaben will, dann macht man das einfach. Also, richtig gute Idee von Bandai, dass man da dann noch Lobster zupackt. Ist einfach genial, ne? Also, da fühlt man sich dann auch nicht schlecht, wenn man da irgendwie 100 Runs hinter sich bringt, weil irgendwann droppt da auf jeden Fall ein Lobster und dann war es schon mal nicht umsonst, ne? Also, das ist wirklich, wirklich, wirklich nice und ja. Ich bin gespannt, was uns jetzt bei Kaku und Luki erwartet oder wie im Endeffekt, wie schwer die sind. Ich habe sie mir selber noch nicht angeguckt. Ich weiß es nur von der japanischen Version, denn ich denke, da habe ich das mit Sengoku gemacht oder Rei halt. Aber noch nicht mit dem Mihawk-Team. Gucken wir mal, ob es da ganz gut durchgeht. 6 Runden, dann haben wir Mihawk ready. Wir sollten Mihawk definitiv ready haben für den Fight. Für Luki auf jeden Fall. Ich glaube, Luki kommt nach Kaku und dann gucken wir mal. So, hier sind sogar nochmals gelbe und lilane Lobster. Also die Stage ist wirklich vollgepackt mit Sachen, die man haben will. Das hier mal sehr nice. So. Das ist ja mal echt. Es könnte aber auch sein, dass das hier eine Secret Stage ist, dass hier irgendwie nur alle, keine Ahnung, 5-mal kommt oder so. Aber ist natürlich auch sehr nice, wenn man so ein paar Lobster farmen will, dass man hier halt die Möglichkeit hat, alle anzutreffen. Auf jeden Fall nice. So. Keine Sorge, der Lag ist gerade auch bei mir. Keine Sorge. Ich habe ja auch schon gewundert, was? Warum steht denn das Bild? Aber der Lag war auch bei mir. Ich weiß nicht warum, wie gesagt, Leute. Da läuft ein Update im Hintergrund. Ach, vom Facebook Messenger. Ach, sehr gut. Das war definitiv so dringend, dass ich das jetzt machen musste. Falls das ihr erkannt hat, das war definitiv Ironie. Ja, Facebook mag ja immer alles updaten, ne? Das kennen wir ja schon. Alles, selbst was läuft, muss upgedatet werden, ja? Aber hey, ne? Jetzt soll das Ganze auf jeden Fall wieder geschmeidig laufen. Da bin ich auch froh drüber. So. Ja, ich empfehle einfach das Mihawk-Schiff hier, wie immer. Bringe euch einfach so viel an Leben, wie gesagt, vor allem wenn ihr jetzt zum Beispiel noch ein Doflamingo mitnehmen würdet oder so, bringt euch das halt relativ viel hier. Also, das kann man eigentlich nur empfehlen. Das Mihawk-Schiff für alle, die es einfach schon haben. Für alle, die es noch nicht haben,
macht's einfach mit G3, genauso wie ich's gemacht habe. Ich habe da auch ein Video zu gemacht, also zieht euch das mal rein, das Video. Wie gesagt, ich glaube, viele haben das noch nicht gesehen. Hier ist natürlich ein Gloom jetzt. Das wäre natürlich jetzt bei einem Doflamingo-Team jetzt gar nicht so gar nicht gut gewesen. Aber okay. So. Mann, okay. Die beiden sind am Leben. Sag jetzt nicht, du gibst mir. Natürlich gibst du mir auch noch einen Gloom. Warum auch nicht? Ich wollte ja sowieso keinen Damage machen, ne? Okay, haben wir im Endeffekt mehr Specials für nachher. Oder mehr Specials ready für die Bosse, also für die richtigen Bosse dieser Stage. Zack. Ey, das gibt's doch nicht. Die hat doch nicht mal mehr eine. Die hat doch nicht mal mehr eine Healthbar. Das zählt doch gar nicht. Meine Güte, ey. So, da kommt der Billy Bag. Wo sind wir denn? 8 von 10. Das wird die letzte Stage vor einem Boss sein. Oder ich weiß nicht, ob die beiden auf derselben Stage auftreten. Auf derselben Stage wäre natürlich sehr, sehr nice. Ganz einfach aus dem Grund, dass ich dann Mihawk zünden könnte und beide treffe. Aber das finden wir alles raus, wenn wir auf der Stage angekommen sind. Ich mache jetzt mal einfach nach Reihenfolge, einfach damit wir nicht mehr angehittet werden hier. Wäre dann doch relativ nervig, ne? Wenn ich jetzt auch groß irgendwie so zack und zack noch groß irgendwie Leben verliere, das wäre echt doof. Muss ich ja ganz ehrlich sagen. So, zack, zack. Da ist der Blaue weg. Das ist doch nice. So, okay, die sind anscheinend beide auf einer Stage. Okay, das ist natürlich jetzt ein bisschen doof, weil so wieder so viele mit einem Turn hier. So. Natürlich bekomme ich sie nicht down. Mann, ey, das gibt es nicht. Es ist einfach, dieser Gloom, der ist einfach zu nervig dafür. So. Ach, und das Seepferdchen ist natürlich auch nicht von einem Hit down. Schade, aber okay. Müssen wir halt noch einen Hit kassieren, aber ich denke, das sollte nicht schwer sein. Weil wir auf der letzten Stage halt wirklich alles ready haben. Wir haben Golden Pound, wir haben Luki, wir haben halt alles. Wir haben unser ganzes Team ist Max gerade im Skill, also das sollten wir relativ gut überleben, wenn ich ganz ehrlich bin. So, skip das und dann sollten wir hier auf Kaku und Luki treffen. Genau so ist es. Super Death Up, das macht unseren Special jetzt nicht wirklich was. Okay, Immunity ist jetzt schon ein bisschen nerviger. Für 5 Runden vor allem. Aber damit komme ich klar. So. Jetzt sind wir den ersten Mihawk und dann den zweiten. Dann sind sie auf jeden Fall schon mal auf 50%. Dann zünden wir auf Kaku den Ashura. Aber damit wir so viel Damage wie möglich raushauen. So. Ist jetzt okay, so. Gut, Fluki hat es eingemacht, weil er anscheinend relativ. Oder weil er, ich weiß gar nicht, ob es war, weil er immun war. Auf jeden Fall, ja, das war relativ uneffektiv auf Luki. Auf Luki wollte ich jetzt schon sagen, auf Luki, ne? So, dann gucken wir mal, wie viel Damage Kaku hier nimmt. Okay, nicht wirklich viel. Das liegt aber halt an dem Damage-Debuff, den sie hier verteilen. So. Manchmal Luki auf Luki. Hört sich dumm an. Ist auch so. Aber okay. So. Ja, ich muss gucken, dass ich das überlebe. Den Angriff von Kaku hier. So. Komm, kill ihn. Yes, sehr gut. Ich muss sie nicht überleben. Das ist schon mal sehr, sehr nice. So, jetzt ist sein. Vor allem jetzt ist sein. Jetzt ist sein Damage-Debuff weg. Das heißt, wir könnten ihn jetzt eigentlich so wegbursten. Das sollte jetzt gar kein Problem mehr werden für uns. So. Das ist natürlich sehr, sehr nice. So. Zack. Und dann sollte die Insel gleich abgeschlossen sein. Zack und zack. Also wir haben wirklich genug Runden gehabt, um das Ganze jetzt auf Vordermann zu bringen, die Specials. Also ich denke, das sollte wirklich jeder schaffen. Der Mihawk hat, ne? Und ja, der Rest, also wenn ihr auf dieser Stage oder auf dieser Insel des Spiels seid, dann solltet ihr eigentlich Mihawk schon haben.
So, und zack, weg ist er. Wir skippen die Story. Dankeschön fürs Laden, aber wir skippen die Story. Wir haben es geklärt, aber die Clear-Musik kommt nicht, sondern einfach geht die normale Kampfmusik weiter, okay. Und sie hört nicht auf anscheinend. So. Okay, erstmal gibt es hier wieder ein Rainbow Gem für... Jo. Und dann gibt es gleich noch fürs Banden nochmal 5 Rainbow Gems. Und vielleicht noch was, ich weiß es nicht. Das werden wir jetzt sehen. Erstmal gibt es die 5 Rainbow Gems. Und die nächste Insel wurde angesagt. Jahuhui, genau, Luffy. Ja, also, das war doch mal nice. Wie gesagt, ich werde jetzt mit ungefähr 60 Gems in das Zugefest gehen. Ich persönlich, und dann ist natürlich auch noch Philipp dabei. Ich würde schon sagen, dass wir ungefähr um die 120, 125 Puls machen werden. Wie gesagt, bei den 60 muss ich noch gucken, dass ich gleich mal eine Mission oder so noch mache auf den vorderen Inseln. Aber dann habe ich auch die 60 zusammen. Und ja, wie gesagt, Philipp ist dann auch noch dabei. Und wie gesagt, das wird wieder ein längeres Zugefest. Darauf könnt ihr euch auf jeden Fall einstellen. Also heute im Livestream auf twitch.tv/janissi einfach den Daumen nach oben geben, falls euch das Ganze gefallen hat. Wie gesagt, das ging relativ nice und es ging relativ ab, die letzte Stage. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, einfach in die Kommentare stellen. Wie gesagt, ich beantworte Fragen immer gerne. Und falls ich euch nicht helfen kann, gibt es immer andere Leute, die euch das gerne beantworten. Und falls ihr keine Folge mehr verpassen wollt, einfach den Abonnieren-Knopf drücken in der Beschreibung und dann kommt auf eurem Handy immer eine kleine Nachricht in eurer Benachrichtigungsleiste und falls ihr am PC seid, findet ihr das Video in eurer Abo-Box. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, Leute. Bis dann und ciao.